Aber dann kommt das Interessante. Das Interessante ist, dass dieses komische Land Germany da unten ganz woanders liegt. Was macht das da unten? Was macht Germany da unten? Und Frankreich, wo liegt das jetzt? Und das wollen wir uns anschauen. Also eine Währungsunion ist eine Union von Ländern, die versuchen, 2% Inflation zu erreichen, wenn sie sich als Inflationsziel 2% gesetzt haben. Nehmen wir mal. Das hat die EZB ja festgelegt. Ne? Heute bestreiten das eine. Herr Sinn sagt, nein, Inflationsziel gab es überhaupt nicht. Nein, nie gehört, gab nie ein Inflationsziel. Ja, das ist völliger Unsinn. Ne? Es gab ein Inflationsziel von etwa 2% im Maastricht-Vertrag, das so definiert war, dass es etwa 2% sein musste. Und danach hat die Europäische Zentralbank gesagt, es wird 2% sein, beziehungsweise hat gesagt, leicht unter 2%, also 1,9. Aber sie hat ein Punktziel gesetzt, sie hat nicht gesagt, alles unter 2% ist Preisstabilität. Das ist grandioser Unsinn, hat sie nicht gesagt. So, und was ist dann passiert? Und jetzt schauen wir die Lohnstückkostenentwicklung in diesem Europa an. Und da sieht man, die schwarze Linie ist das, wo alle hätten hin sollen. Alle hätten sollen auf die schwarze Linie. Denn das ist das Inflationsziel mit ihren Lohnstückkosten. Alle hätten sollen ihre Löhne so stark steigern müssen, hätten die Löhne so stark steigern müssen, dass sie 2% über ihrer nationalen Produktivität liegen. Und da sieht man, da gibt es einige, die blaue Linie, die haben über ihre Verhältnisse gelebt, die haben zu hohe Löhne gehabt. Ne? Tja, aber dann sieht man eine Kurve, die ist da ganz unten. Was machen die denn da? Tja, das eine ist Europäische Währungsunion ohne Deutschland und da unten ist Deutschland. Was macht Deutschland da unten? Man hatte doch eine Währungsunion mit 2% Inflation abgemacht, oder? Ja, es hat niemand etwas anderes abgemacht. Ich war dabei in den ersten Tagen dieser Währungsunion als Staatssekretär im Finanzministerium. Es hat niemand gesagt, wir machen keine 2%. Ne? Hinterher haben so Geschichten erfunden. Herr Schröder hat gesagt, ja, aber die Chinesen kamen da gerade um die Ecke, der gefährliche Chinese, der Europa bedroht hat. Deswegen konnten wir ja nicht so hohe Löhne machen. Das hätte man ja sagen können. Ne? Man hätte ja einen anderen Europa sagen können. Genau. Leider geht es jetzt nicht mal. 2% haben wir bisher gemacht. Jetzt machen wir 0 oder minus 2, weil der Chinese kommt um die Ecke. Es hat aber niemand gesagt. Ne? Abgesehen davon, dass es sowieso ökonomischer Unsinn gewesen wäre. Aber es hat niemand gesagt. Es hat niemand gesagt. Alle haben sie gesagt, jawohl, 2% ist das, was sie immer wollten. Und Deutschland hat klammheimlich etwas ganz anderes gemacht. Und es war wirklich klammheimlich. Nur so ein paar Irre sind dagegen aufgestanden. Einer davon heißt Flassbeck, der hat im Staatssekretärsausschuss in Brüssel gesagt, so geht das nicht, es läuft jetzt auseinander. Das war, als es noch gerade am Anfang, als es noch gerade so zu sehen war, habe ich gesagt, es läuft auseinander. Und dann haben sich aber die Koryphäen gemeldet, Herr Issing, damals Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, hat gesagt, nein, über Löhne reden wir hier nicht, wir machen Monetarismus, nur über meine Leiche wird über Löhne geredet. Ja, da war das Thema tot. Da wurde Flassbeck sowieso entlassen, dann war es gut. Dann hatten sie es geschafft. Ja, und das ist das Ergebnis. Und dieses Ergebnis, liebe Kollegen, ist Katastrophe. Ne? Denn dieses Ergebnis kann man ja so lesen, das ist ein Index. Ne? Alle Güter, deren Produktionskosten und die Arbeitskosten sind nun mal das Wichtigste in dieser Volkswirtschaft, mit Abstand das Wichtigste. Alle Güter, deren Produktionskosten 100 Euro betragen haben pro Stück, sagen wir mal, im Jahr 1999 kosten jetzt in Deutschland 110 und in Resteuropa, in Südeuropa und anderen weit über 130. Und der Preis ist auch entsprechend. Nein, der Preis ist nicht ganz entsprechend. Wir haben heute einen sehr schönen Artikel auf unserer Seite, wo wir zeigen, dass die Preise nicht genauso gelaufen sind. Aber die Kosten sind so gelaufen. Die Kosten sind entscheidend am Ende. Die Franzosen haben ihre Preise gar nicht erhöht. Warum haben sie die Preise nicht erhöht? Nur weil sie gemerkt haben, dass sie unter Druck stehen. Aber wenn ein Unternehmen dauernd jetzt 20% weniger Gewinn macht als sein Konkurrenzunternehmen in Deutschland, hat es auch ein Problem. Ne? Also die Kosten sind am Ende entscheidend. Die Lohnstückkosten sind entscheidend für das, was wir Wettbewerbsfähigkeit nennen. Und nun schauen wir das noch ein paar Länder an, ein paar andere Länder an. Da sehen wir, das Interessante ist, Italien hat über seine Verhältnisse gelebt, wissen wir ja. Die Südeuropäer haben ihre Verhältnisse gelebt, jedenfalls bis 2009. Inzwischen gibt es da Anpassungen, reden wir gleich noch drüber. Aber Frankreich ist doch interessant. Frankreich ist das einzige Land, was sich wirklich an diese Regel gehalten hat, die implizit in der Währungsunion niedergelegt war, nämlich seine Löhne nicht mehr als 2% oder weniger, nicht mehr und nicht weniger
als 2% über der Produktivität zu erhöhen. Und dieses Land hat jetzt ein Problem. Dieses Land hat natürlich ein großes Problem. Nicht, weil es etwas falsch gemacht hätte, sondern weil es einen großen Nachbar hat, der etwas falsch gemacht hat. Und es ist völlig egal, ob man Recht oder Unrecht hat, ein Problem ist ein Problem. Und die politische Macht liegt auch beim Nachbarn. Und deswegen traut man sich Frankreich nicht mal darüber zu reden, über dieses Problem. Dann sagt, naja, vielleicht waren wir doch selbst schuld. Nein, sie waren nicht schuld. Das will ich noch mal ein bisschen zeigen. Das sind die Nominallöhne, die Nominallohnentwicklung und die Produktivität in Frankreich. Und dazu im Vergleich schauen wir Deutschland an. Machen wir immer so ein bisschen hin und her. Das erste Interessante ist, die Nominallöhne in Frankreich sind gestiegen, deutlich gestiegen, klar. Wissen wir ja schon. In Deutschland sind sie praktisch nicht gestiegen im Verhältnis zur Produktivität. Wissen wir auch schon. Diese Kurve hat übrigens Mario Draghi. Mario Draghi im Europäischen Rat vorgeführt. Und hat er das auch so vorgeführt, genau diese Kurve. Und hat er gesagt, ja sieht er, und wer hat es richtig gemacht? Deutschland, hat er gesagt. Ist aber genau falsch. Deutschland hat es falsch gemacht und Frankreich hat es richtig gemacht. Schupp, eins zu weit. Das ist genau die richtige Anpassung und das ist genau die falsche Anpassung. Das ist nämlich eine deflationäre Anpassung und das ist eine Anpassung einer Inflationsrate von 2%. Interessant ist jetzt auch noch, aber es ist nur ein Seitenaspekt. Wenn man mal die Produktivität anschaut, Deutschland ist so unglaublich produktiv, oder? Deutschland ist so die produktivste Volkswirtschaft der Welt, weiß doch jeder, oder? Oder? Doch, bestimmt. Jedenfalls von 1999 bis 2013 ist schon mal interessant, da war es schon mal nicht so besonders unterschiedlich. Wenn man die Produktivitätskurve anguckt, machen wir ein bisschen hin und her, die ist fast genau gleich. Ne? Frankreich ist die Produktivität genauso gestiegen wie in Deutschland. Aber bestimmt sind die Franzosen absolut viel weniger produktiv, klar, da kommen wir noch gleich drauf. Wir schauen uns mal ein paar Grafiken an, das mache ich relativ schnell, weil die Zeit läuft ja in ungeheurem Tempo. Wie viel Zeit habe ich genau? Bis Viertel vor zwölf. Oh, da kann ich mir ja Zeit lassen. Ja, bitte. Schon nehme ich eine Zwischenfrage, bitte. Die kommt gleich. Eine Sekunde noch Geduld. Ich zeige noch ein paar Grafiken. Wachstum. Ist ja Frankreich auch schlechter als Deutschland, weiß man. Stimmt leider nicht, jedenfalls wenn man das so von 1999 an betrachtet. Die letzten zwei Jahre war Deutschland besser, das stimmt. Was ist passiert in Frankreich? Nun, was haben die gemacht? Warum sind die gar nicht so schlecht? Obwohl die ja nicht so viel exportiert haben, das wissen wir alle. Deutschland sind ja Exportweltmeister. Warum, kommen wir ja gleich zu, wissen wir ja auch schon, haben wir schon gesehen. Nun, die Franzosen haben konsumiert. Ne? Man muss sich das mal vorstellen, die haben konsumiert. Das ist ja nicht fein, oder? Tut man das auf dieser Welt? Konsumiert man? Nein. Jenseits der ökologischen Probleme. Jetzt kommt an der Stelle kommt immer der ökologische Zwischenruf. Aber konsumieren ist sowieso ganz schlecht. Mir ist es völlig egal, was konsumiert wird. Man darf auch ökologisch wertvolle Produkte konsumieren. Es geht um den Konsum, nicht um das, was man konsumiert. Man muss nicht jeden Blödsinn konsumieren, aber man soll, wenn man schon etwas produziert, muss man noch etwas konsumieren. Ne? Man kann aufhören zu produzieren, das ist eine andere Frage. Aber wenn man produziert erst, dann hat man gefälligst auch zu konsumieren. Die Franzosen haben konsumiert, die Deutschen nicht. Investitionen waren die Deutschen natürlich besser. Ach nee, auch nicht besser, schlechter, wesentlich schlechter sogar. Jetzt bei der Produktivität, das ist das Bild, was wir gerade gesehen haben. Jetzt mal die beiden Kurven aufeinandergelegt, die Stundenproduktivität, die Entwicklung der Stundenproduktivität. Und jetzt kommt Ihre Frage. Ja, was ist denn mit der absoluten Produktivität? Produktivität pro Stunde gerechnet, sehen Sie, das ist Bruttoinlandsprodukt dividiert durch alle Stunden, die irgendjemand in diesem Land gearbeitet hat in einem Jahr. Das ist Produktivität. Alles, was wir pro Stunde produzieren. Und da stehen ganz vernünftige Werte. Gucken Sie die Werte links, die heißen 39,45 oder so. Das ist Euro pro Stunde. 45 Euro pro Stunde. Aber die Kurven sind falsch rum, ne? Oder? Kurven müssen ja falsch rum sein. Französische Produktivität ist höher als die deutsche. Da ist die Statistik falsch, oder? Ja, das ist Statistik. Kann man jetzt von halten, was man will, ne?
offizielle Statistik der Europäischen Kommission. Ameco ist die Datenbasis der Europäischen Kommission. Ja, entspricht nicht so ganz unseren Vorurteilen, ne? Wo die Franzosen doch so eine riesen Bürokratie haben. 56% Staatsanteil haben die im Verhältnis zu Deutschland, 40 irgendwas. Das kann doch nicht gut gehen. Deswegen müssen die doch reformieren, auf Teufel komm raus. Ja, aber warum sollen die reformieren? Die sind produktiver als wir. Wenn ich Jean-Claude Juncker wäre, wissen Sie, was ich machen würde? Ich würde dieses Bild, würde ich millionenfach drucken und würde es über Deutschland mit einem Hubschrauber abschmeißen. Aber tagelang, sodass jeder, kein Mensch dem entweichen könnte, diesem Bild. Nur dann würden Sie bestimmt alle sagen, da würden die ganzen Zeitungen am nächsten Tag stehen, die Statistik ist falsch. Wussten wir ja schon immer, diese Statistiker machen alles falsch. Ja, aber wir kommen zu den ernsthaften Fragen. Reale Stundenlohn haben wir uns schon so ungefähr angeschaut. Reallohn und Produktivität sind, jetzt kommen wir zu dem Knackpunkt der ganzen Geschichte. Reallohn und Produktivität ist für die Ökonomen sozusagen der zentralste aller zentralen Zusammenhänge. Denn wir wissen ja alle, der Arbeitsmarkt funktioniert wie ein Kartoffelmarkt. Und was ist der Preis, der den Kartoffelmarkt zum Ausgleich bringt, namens Arbeitsmarkt? Nun, das ist der Reallohn. Und wenn man Arbeitslosigkeit hat, was muss dann passieren? Lehren sich ja auch alle guten Professoren an dieser Universität. Da muss natürlich der Reallohn sinken oder er muss zurückbleiben im Verhältnis zur Produktivität, damit man wieder auf Vollbeschäftigung kommt. Und das hat Deutschland ja in wunderbarem Maße getan. Und deswegen geht es ja auch Deutschland so gut bei der Arbeitslosigkeit. Ne? Oder? Da haben wir vorhin gesehen, Deutschland hat niedrige Arbeitslosigkeit, das muss ja daran liegen. Ja, das ist der typischste aller Fehlschlüsse, ne, den es auf dieser Welt gibt. Wenn Sie jeden guten Professor dieser Welt nehmen und ihm sagen, er soll das jetzt mal analysieren, was da passiert ist mit dem Reallohn, der Produktivität, Frankreich und Deutschland, kommt er natürlich sofort zu dem Ergebnis und sagt, ja guck, in Deutschland ist der Reallohn weiter hinter der Produktivität zurückgeblieben als in Frankreich, deswegen ist die Arbeitslosensituation in Deutschland besser als Frankreich. Das ist aber fundamental falsch. Ganz fundamental falsch. Warum ist es fundamental falsch? Nun, weil man einfach grundlegend darüber nachdenken muss, weil man sich fragen muss, was war eigentlich der Mechanismus, der dazu geführt hat, dass in Frankreich die Arbeitslosigkeit gestiegen ist und in Deutschland gefallen ist. Was war der Mechanismus, was war der Transmissionskanal sozusagen, über den die niedrigen Löhne gewirkt haben? Das muss man sich fragen. Denn ich würde dann sofort ein Gegenbeispiel machen und sagen, schaut euch mal Griechenland an. Was ist eigentlich in Griechenland passiert? Da haben sie die Löhne doch gesenkt, oder? Da haben sie jetzt gerade die Löhne um 20-30% gesenkt, real, ich zeige das gleich noch. Real sind die Löhne um über 20% gesenkt worden, ja und? Die Arbeitslosigkeit ist gesunken, oder? Weiß doch jeder. Kartoffelmarkt, klar. Wenn das Zeug billiger wird, wird mehr davon nachgefragt. In Griechenland geht das nicht, weil das einfach so keine richtige Wirtschaft ist, oder? Ja, es ist Quatsch, es ist grandioser Quatsch, ne? Nein, was ist passiert? Was passiert ist, ist furchtbar einfach zu verstehen. Also das ist übrigens Griechenland, nur über die Anpassung. Sieht, Griechenland hat jetzt einen unglaublichen Schub gemacht, hat die Löhne unglaublich gesenkt, Lohnstückkosten auch, aber sie sind leider immer noch nicht da, wo Deutschland ist. Sie müssen also das gleiche Programm, das ist ja das jetzt, was die Troika verlangt, nochmal machen, nochmal 3-4 Jahre machen, die Löhne nochmal um 30% senken, dann sind sie erst bei Deutschland. Steigt die Arbeitslosigkeit vielleicht nochmal auf 50% oder auf 60%. Das ist dann die Härte, unausweichliche Härte, an der man nichts machen kann. Tja. Ich zeige das mal für die südeuropäischen Länder. Die haben das gemacht, die haben tatsächlich ihre Löhne gesenkt. Das sind jetzt die absoluten Reallöhne in Euro pro Stunde, aber real gerechnet. Ne? Wages per hour in Euro. Und da sieht man in ganz Südeuropa, das ist Italien sogar dabei, in ganz Südeuropa sind die Reallöhne gesunken. In erheblichem Maße seit 2009, seit diesen Anpassungsprozessen, alle haben versucht, effektiver und wettbewerbsfähiger zu werden. Und was ist passiert? Die Arbeitslosigkeit ist dramatisch nach oben geschossen. Und am schlimmsten ist es in Griechenland, wo die Löhne wirklich dramatisch gesunken sind. Dieser Abstand ist mehr als 20% sind die Löhne gesunken. Absolut gesunken. Und was ist passiert? Nur die Arbeitslosigkeit ist nach oben geschossen. Was ist da los? Warum geht es nicht so wie in Deutschland? Nun, aus einem einfachen Grunde, weil man immer das gesamte Bild in den Blick nehmen muss.
was nämlich in Deutschland passiert, als wir angefangen haben mit diesem, ich zeige das nochmal, mit dieser Lohnsenkung, mit dieser relativen Lohnsenkung. Was ist passiert? Nun, wir haben gerade eben schon gesehen, es hat nicht dazu geführt, die Lohnsenkung hat nicht dazu geführt, dass der Binnenmarkt in Deutschland sich belebt hat, sondern der Binnenmarkt ist flach wie ein Brett. Was war denn die Idee hinter der Lohnsenkung? Das auch noch kurz zu sagen. Was war denn die Idee hinter der Lohnsenkung? Was haben die Leute, der Sachverständigenrat hat es doch empfohlen, immer. Herr Sinn hat gesagt, die Löhne müssen noch viel mehr sinken, um 20%. Will er heute nicht mehr so gerne hören, weil ist auch der Mann, der gesagt hat, wir haben Basarökonomie, wir produzieren ja gar nichts. Es ist alles nur gehandelt. In Deutschland wird nur gehandelt, da wird nichts produziert. Sagt er heute auch nicht mehr. Ist wahrscheinlich der größte, absurdeste Irrtum in der Wirtschaftsgeschichte der letzten 100 Jahre. Ja, aber so Kleinigkeiten machen uns nichts aus. Da gehen wir drüber weg, machen wir eine neue These. Ja, was ist passiert? Ja, Deutschland hat die anderen unterboten, ne? Deutschland war billiger, hat die anderen unterboten. Was haben die anderen getan? Nun, die haben diese komischen deutschen billigen Produkte gekauft. Völlig normal. Marktwirtschaft, ne? Die deutschen Autos waren plötzlich 20% billiger als die anderen Autos und schon haben sie gekauft. Und das ist auch völlig in Ordnung in einer Währungsunion oder sowieso. Die Menschen kaufen nicht danach, ob ein Gut in ihrem Heimatland produziert wird, sondern das wissen sie zum Teil ja gar nicht mehr. Sondern sie kaufen das, was ihnen gefällt und was vom Preis her Sinn macht. Also haben die anderen Länder begonnen, deutsche Produkte zu kaufen. Ja, mit dem Ergebnis, dass Deutschland unheimlich viel mehr exportiert hat, als importiert hat. Das ist die Kurve, die ich jetzt gerade eben zeigen wollte. Und bei den anderen Ländern ist es umgekehrt, ne? Die Macroeconomic Imbalances zeigen, Deutschland hat in dieser Währungsunion plötzlich einen riesen Überschuss im Außenhandel erzielt und Frankreich ist den Berg runtergegangen. Und das ist der eine Kanal, um den es geht, nämlich dieser Kanal Wettbewerbsfähigkeit. Natürlich, wenn ein Einzelner seine Löhne senkt, wenn ein einzelnes Land seine Löhne senkt, so wie ein Betrieb seine Löhne senkt im Vergleich zu einem anderen Betrieb, dann hat er natürlich einen Vorteil, ist ja gar keine Frage. Deutschland hat ja die gleiche Übung gemacht, die wir vorher immer schon hatten im europäischen Währungssystem, nämlich Deutschland war billiger plötzlich, nur die anderen konnten jetzt nicht mehr abwerten. Weil die anderen nicht mehr abwerten konnten, konnten sie das nicht mehr ausgleichen. Und deswegen ist das eine stabile Entwicklung geworden, wo Deutschland dauernd riesige Überschüsse macht und die anderen machen Defizite. Und das hat natürlich dazu geführt, weil diese steigende Wettbewerbsfähigkeit, die ist ja die ganze Zeit gestiegen bis zur Krise, bis 2008, 2009. Diese steigende Wettbewerbsfähigkeit hat Deutschland unglaublich viel zusätzliches Wachstum und zusätzliche Jobs vor die Füße gespült. Nur wo sind die Jobs der anderen geblieben? Nun, Deutschland hat diese Jobs anderen weggenommen. Beggar thy neighbor, sagt man dazu. Man kann es auch Merkantilismus nennen. Ich zucke bei dem Wort immer, weil man könnte es auch Merkellantismus nennen. Aber Schröder hat es ja angefangen. Merkantilismus hat Deutschland betrieben. Deutschland hat unter dem Schutz der Währungsunion seine Löhne relativ gesenkt, hat seine Preise relativ gesenkt, und es hat dazu geführt, dass Deutschland sehr viel mehr Produkte exportiert hat als jemals zuvor im Vergleich zu seinen Importen. Und dieser Abstand, dieser Außenbeitrag, diese positiven Impulse vom Außenhandel haben das deutsche Wachstum befördert und haben die deutsche Beschäftigung gefördert. Aber zu Lasten des Auslandes. Deutschland hat seine Arbeitslosigkeit exportiert. Sehr unschöner Satz, sollte man Deutschland nicht sagen. Ich sag's trotzdem, sag's nochmal. Deutschland hat seine Arbeitslosigkeit exportiert. So, und deswegen kann man, nun kommt wieder ein einfacher Schluss. Wenn ein Land seine Arbeitslosigkeit exportieren kann, was können dann alle zusammen machen? Und sie können das genau nicht tun. Ne? Ja, ein Land kann seine Arbeitslosigkeit exportieren, aber alle können nicht ihre Arbeitslosigkeit exportieren. So einen kleinen Schluss müsste man mal hinkriegen in Deutschland, in der öffentlichen Diskussion. Ne? Nein, was wir sagen ist, jetzt müssen alle wettbewerbsfähig werden. Frau Merkel sagt, alle müssen wettbewerbsfähig werden. Alle haben ihre Löhne gesenkt. Aber wo sie alle ihre Löhne gesenkt haben, ist etwas ganz anderes passiert. Was passiert nämlich, wenn man die Löhne senkt? Wie in diesen Ländern, wie in Griechenland. Nun, da sie noch gar nicht wettbewerbsfähig werden konnten, weil sie noch viel, der Abstand zu Deutschland viel zu groß war, sie waren ja noch gar nicht wettbewerbsfähig da, gegenüber den anderen ein bisschen, aber nicht gegenüber Deutschland. Was ist passiert? Nun, sie hatten einen Binnenmarkteffekt. Was ist der Binnenmarkteffekt von sinkenden Löhnen? Das ist der zentrale Knackpunkt.
Ja. Ja, die Nachfrage sinkt. Stell dir vor. Morgen sinken in Deutschland die Löhne um 20%. Was machen denn die Menschen dann am nächsten Tag? Nun, sie fragen um 20% weniger nach. Und wenn sie um 20% weniger nachfragen, dann trifft das vor allem den Binnenmarkt. Und was passiert im Binnenmarkt? Nun, da werden Menschen arbeitslos, denn die Unternehmen schmeißen Leute raus, wenn sie keine Arbeit haben, auch wenn die Löhne 20% niedriger sind. Denn sie können ja ihren Gewinn optimieren, wenn sie Leute noch rausschmeißen, die nehmen die 20% weniger Löhne und schmeißen noch Leute raus und dann geht es den Unternehmen wieder halbwegs normal. So, nur das kann ein Ökonom nicht denken. Ne? Ja, das ist ein Herangehen, man könnte das sozialwissenschaftlich nennen oder wie auch immer, ein Herangehen zu fragen, ja, was passiert da in dieser Welt? Was passiert Schritt für Schritt unter verschiedenen Bedingungen einer offenen oder einer geschlossenen Volkswirtschaft? Das tut aber der gute Ökonom nicht, er weiß ja, was rauskommt. Ich die Löhne senke, Angebot und Nachfrage, steigt die Beschäftigung und sinkt die Arbeitslosigkeit. Ja, es ist fundamental falsch. Und das ist der zentrale Irrtum der herrschenden Ökonomie, dass sie glaubt, der Arbeitsmarkt funktioniere wie ein Kartoffelmarkt. Er funktioniert aber nicht wie ein Kartoffelmarkt. Und die Begründung dafür ist leicht zu verstehen. Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt sind nicht unabhängig voneinander. Ich darf diese Kurven überhaupt nicht hinmalen. Wenn ich diese Kurven hinmale, habe ich schon einen fundamentalen Fehler gemacht. Und warum sind die nicht unabhängig, Angebot und Nachfrage? Nun, weil Kartoffeln, wenn der Preis für Kartoffeln fällt, die Kartoffeln fragen keine anderen Güter nach. Ne? Aber Arbeiter müssen alle anderen Güter nachfragen. Alle Güter, die produziert werden, werden wieder von Arbeitern nachgefragt. Und wenn der Preis für Arbeit fällt, werden die anderen Güter weniger nachgefragt. Und dann sinkt die Nachfrage auch nach Arbeit, weil die Unternehmen freistehende Kapazitäten haben. Und deswegen ist das Kernstück der neoklassischen Ökonomie ist fundamental falsch. Der Arbeitsmarkt funktioniert niemals wie ein Kartoffelmarkt, sondern gesamtwirtschaftlich immer nach ganz anderen Regeln, nämlich unter Berücksichtigung dessen, was auf der Nachfrageseite passiert. Und deswegen ist das rausgekommen in Griechenland, weil der Großteil dieser Wirtschaft war Binnenmarkt. 75% waren Binnenmarkt, nur 25% waren Export. In Irland ist das anders. Irland hat einen Export von 105%, da kann es mal funktionieren. Aber das kann man dann auch wieder nicht übertragen, einfach auf Griechenland oder auf Spanien oder auf Portugal oder auf Frankreich und Italien. Und bevor wir jetzt zu dem theoretischen Schluss kommen, noch ganz kurz der praktische Schluss. Was passiert jetzt? Nun, wir haben diese Ausgangslage. Südeuropa hat seine Löhne gesenkt, aber es war leider Katastrophe. Es hat in einer Katastrophe geendet. Warum? Weil die Arbeitslosigkeit gestiegen ist und nicht gesunken ist. Das hat natürlich der IWF und die anderen Institutionen, die Troika, hat es nicht vorhersehen können, weil sie alle neoklassisch glauben, fest daran glauben, dass der Arbeitsmarkt funktioniert wie ein Kartoffelmarkt. Deswegen waren die Prognosen auch so falsch. Aber jetzt sagen wir jetzt, ja, das reicht ja nicht, so kann es ja nicht weitergehen. Warum kann es so nicht weitergehen? Nur weil da zwei sind, die noch gar nichts gemacht haben. Italien und Frankreich bewegen sich jetzt auf einer parallelen Kurve zu Deutschland. Aber der Abstand ist immer 20-30%. Und dann müssen wir noch die einfache Frage beantworten, geht das? Und die Antwort ist nein, das geht nicht. Natürlich kann ein Land weder wie Frankreich noch wie Italien auf Dauer gegenüber seinem Hauptkonkurrenten einen Lohnkostennachteil von 20% haben. Das ist vollkommen unmöglich. Man kann das noch 2 Jahre durchhalten oder 5 Jahre, vielleicht 10. Aber irgendwann wird es zu Ende gehen. Dann kann nämlich Frankreich nichts mehr produzieren. Es kann nicht produzieren, kann schon noch, aber es kann nichts mehr exportieren und auch nichts mehr importieren. Ja, was muss passieren? Das will ich jetzt nochmal ein bisschen andere Art und Weise zeigen. Anhand der sogenannten sektoralen Finanzsalden. Ja, Deutschland hat, um es mal klar zu sagen, das ist jetzt erstmal 60er Jahre, ich komme gleich dann zum aktuellen. Deutschland hat in der Währungsunion unter seinen Verhältnissen gelebt, ne? Massiv unter seinen Verhältnissen gelebt. Die anderen haben ein bisschen über ihren Verhältnissen gelebt, Frankreich nicht, Frankreich genau entsprechend seinen Verhältnissen. Damit sich das wieder ausgleicht, ja, kann man entweder die anderen jetzt zwingen, dauernd unter ihren Verhältnissen zu leben. Aber wie geht das, wenn Deutschland auch immer noch unter seinen Verhältnissen lebt? Das ist die Frage, um die es geht. Und das schauen wir uns mal anhand dieser Finanzierungssalden an. Denn das sind so die Spar- und Schuldensalden sozusagen, die über und unter den Verhältnissen leben Salden. Jeder, der über Null liegt, spart, ist ein Netto-Sparer. Diese Grafiken, nehme ich an, werden hier an der Uni auch jeden Tag so ungefähr den Studenten vorgeführt. Oder auch nicht. Das ist aber das zentralste makroökonomische Instrument. Das ist alles nur Buchhaltung. Was ich jetzt mache, ist Buchhaltung. Das müsste man im ersten Semester, vom ersten zum dritten Semester so lange lernen, bis man es nachts im Schlaf auswendig kann. Buchhaltung.
Die privaten Haushalte sind Sparer, ne? Die sparen, die geben weniger aus, als sie einnehmen. Das ist Sparen. Hier sieht man, der Staat und die anderen Länder in den 60er Jahren haben sich so ziemlich rausgehalten, waren so in der Mitte irgendwo, haben weder gespart noch systematisch Schulden gemacht. Ja, und wenn jemand spart, das ist die Logik dieser Kurven, das ist ja die ganze Welt drin, ne? Weil die anderen Länder dabei sind, ist die ganze Welt. Für die ganze Welt wissen wir, dieser Saldo muss immer genau wie sein, wie muss der Saldo sein, der Leistungsbilanz der Welt? Null, ne? Null, immer genau null. Und wenn dieser Saldo immer genau null sein muss, wenn dann der einer immer da oben rumturnen, müssen welche hier unten rumturnen. Das heißt, jemand muss sich verschulden. Es geht immer nur um die Frage, wer sich verschuldet, nicht ob man sich verschuldet. Ne? Auch da wird unendlich viel Unsinn in der Wissenschaft und sonst wo geschrieben. Von den Zeitungen will ich gar nicht reden, aber selbst in der Wissenschaft, der die Bank für internationalen Zahlungsausgleich schreibt unglaublichen Unsinn über Verschuldung, weil sie offensichtlich diesen einfachen Zusammenhang nicht begriffen hat. Es muss sich jemand verschulden. Ne? Und die Nettoschulden der Welt sind immer null, ganz genau null. Und deswegen, wenn einer sagt, die Welt ist ja jetzt so verschuldet, das sagt die Bank, die BITS, ja, dann ist es Unsinn. Egal, wie sie das sagen, können sie noch ein bisschen wissenschaftlich verbrämen, aber es ist immer Unsinn. Die Welt ist überhaupt nicht verschuldet. Weltverschuldung ist immer null. So, weil wir ja keinen haben, wir müssen noch andere Planeten erfinden, ne? damit wir Überschüsse machen mit denen. Damit die können sie ja verschulden. Können wir alle Überschüsse machen. Die ganze Welt könnte Überschüsse machen, wenn der Mars und die Venus sich endlich mal verschulden würden. Aber noch sind wir nicht so weit. So, wer hat die Schulden gemacht in den 60er Jahren? Das ist ja interessant zu sehen. Ne? Ein komischer Sektor, nämlich die deutschen Unternehmen haben die Schulden gemacht. Ja, die deutschen Unternehmen haben sich verschuldet und haben investiert. Das war Marktwirtschaft, das war eine normal funktionierende Marktwirtschaft. Das haben wir jetzt nicht mehr. Das ist irgendwie die Zwischenphase. 70er Jahre will ich nicht lange darauf eingehen. So ist es heute. Heute haben wir eine wunderbare Welt in Deutschland geschaffen, nämlich deutsche Unternehmen sind jetzt auch Sparer. Die haben so viel Cashflow, die haben so viel Einnahmen, dass sie nicht wissen, wohin mit dem Zeug und tragen es zur Bank. Sind auch Sparer. Und der deutsche Staat ist jetzt, Gott sei es gedankt, schwarze Null, auch ein Sparer geworden. Ja, wunderbar. Alle sparen in Deutschland. Ist doch genial. Das ist die Lösung überhaupt. Deswegen sagt Frau Merkel ja auch, wir wollen Wachstum ohne Schulden. Nur leider hat sie diesen Zusammenhang nicht begriffen. Leider. Es gibt kein Wachstum ohne Schulden. Ja, und wer macht die Schulden? Ja, die anderen, die da draußen, die im Süden. Ja, die anderen Länder machen die Schulden. Deutschland braucht, in absoluten Zahlen bedeutet das jedes Jahr 200 Milliarden neue Schulden des Auslandes, damit es ein bisschen Wachstum, sein kaum vorhandenes Wachstum überhaupt zustande bringt. Über 200 Milliarden jedes Jahr Neuverschuldung im Ausland. Inzwischen hat das Ausland schon so ein paar Billionen angehäuft, aber das interessiert uns ja nicht. Nur wenn es dann fällig wird, wenn es dann sich irgendwo zeigt, dass es nicht bezahlt, rückbezahlt werden kann, dann macht die Bildzeitung große Lettern und sagen, der Grieche will nicht zurückbezahlen. Ne? Klar. Aber als wir es geliefert haben, als wir ihnen die Ersparnisse sozusagen gegeben haben, damit sie unsere Güter gekauft haben, hat keiner gesagt, sie dürfen damit keine deutschen Güter kaufen, sie dürfen damit nur investieren, damit sie das in 30 Jahren zurückzahlen können. Nein, sie haben es gekriegt, um deutsche Autos zu kaufen. Nur die deutschen Autos werfen dummerweise keine Rendite ab, ne? Das ist keine Investition. Und deswegen können Sie das nicht zurückbezahlen, weil wenn ich keine Investitionen habe, keine Rendite habe, kann ich wenigstens die Zinsen nicht bezahlen. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt sind. Also die anderen Länder müssen die Schulden machen. Ne? Die anderen müssen die Schulden machen und wir sind die Guten. Wir sind solide. Ja, man sieht sofort, wie absurd das ist, ne? Absurd hat sich eine absurde Welt geschaffen, eine vollkommen absurde Welt geschaffen, wo es sich einredet, es kommt ohne Schulden aus und wo es den anderen Ländern noch erzählt, sie müssten Schulden abbauen. Ne? Das ist besonders toll. Wir sagen jetzt, werdet alle so wie wir, sagt Deutschland. Müsst alle so wie wir werden, müsst alle da oben hin. Denn nur wer ist denn da unten? Wer ist denn da unten, wenn alle so sind wie Deutschland? Ja, niemand. Ne? Und das geht nicht. Und das sieht man, im Kern sagen wir grandiosen Unsinn. Wir sagen etwas, was vollkommen unmöglich ist. Wir sagen diesen Ländern, sie sollen sich verhalten auf eine Art und Weise, die am Ende unmöglich zum Ziel führen kann, weil es einfach logisch unmöglich ist.
Es ist unmöglich. Irgendjemand muss Schulden machen. Als vernünftiger Mensch würde man es jetzt einfach mal drehen, würde sagen, guck mal, ach ja, Deutschland hat jetzt 10 Jahre unter seinen Verhältnissen gelebt. Jetzt sind die anderen in Schwierigkeiten, weil Deutschland hat ja auch noch im Wettkampf der Nationen gegen die gewonnen, gegen seine Schuldner. Jetzt sind die Schuldner erledigt. Würde man als vernünftiger Mensch sagen, na ja, dann muss man das jetzt mal umdrehen. Das geht ja nicht so weiter. Es können ja nicht immer die einen Schuldner sein, die anderen immer Gläubiger. Also muss man das mal umdrehen. Ne? Das war die Idee übrigens von einem gewissen Herrn Keynes, ne? John Maynard Keynes, als er Bretton Woods geschaffen hat. War seine Idee, dass er gesagt hat, es können nicht immer die einen nur Überschüsse haben, die anderen immer nur Defizite. Man muss dafür sorgen, dass es einen Ausgleich gibt. Jetzt überlegen wir uns mal einen Moment, was es bedeutet. Dann müssen die anderen da nach oben, denn wenn die Schulden zurückzahlen wollen, müssen die ja sparen, die müssen Netto-Sparer werden. Sie können keine Schulden zurückzahlen, wenn sie immer noch mehr ausgeben, als sie einnehmen. Nein, sie müssen weniger ausgeben, als sie einnehmen. Nur dann kann man sparen, nur dann kann man Schulden zurückzahlen. Also müssen die rote Linie muss da oben, über Null. Ja, wer geht dann runter? Muss ja jemand in Deutschland sein. Der Rest der Welt geht über Null und dann? Tja, dann ist die deutsche Politik und Wirtschaft am Ende. Ne? Dann wissen wir nicht mehr weiter. Ja, das geht nur, gibt ja nur 3 Möglichkeiten. Können wir mal kurz durchspielen. Die eine ist, ein Politiker stellt sich hin und sagt den deutschen Haushalten, die Frau Merkel hält eine Ansprache vor dem deutschen Volk und sagt so, ja, wir haben jetzt so kleine Erkenntnisse hier in Ökonomie, die müssen wir jetzt mal umsetzen. Also Leute, hört mal auf mit dem blöden Sparen. Ne? Sparen war Quatsch, also vergesst das Sparen. Haut euer Zeug raus, alles was ihr habt und noch mehr, verschuldet euch. Kann man sich vorstellen, wie lange Frau Merkel dann noch Bundeskanzler ist, so 24 Stunden oder 48 Stunden. Ja, man kann auch sagen, man kann sich hinstellen und kann sagen, guck mal, 60er Jahre war doch schön, da hat man das doch gut hingekriegt. Wir machen die Unternehmen wieder zu Schuldnern. Die Unternehmen müssen die Schuldner sein, die müssen investieren. Wäre ja gut. Also stellt sich der Bundesfinanzminister hin und sagt, ja, wir haben ein kleines makroökonomisches Problem, also wir müssen die Unternehmen zu Schuldnern machen, also wir verdoppeln die Unternehmenssteuern und die Löhne steigen sowieso um 5% pro Jahr jetzt für die nächsten 30 Jahre. Also, Jungs, zieht euch warm an, ihr habt keine Gewinne mehr, aber ihr müsst mehr investieren als bisher. Auch vollkommen logisch. Ne? Wie lange wird der dann Finanzminister bleiben? Auch etwa so 48 Stunden. Ja, und dann gibt es noch die dritte wunderbare Möglichkeit auf dieser Welt. Dann ist aber schon zu Ende. Der Staat. Der Staat könnte sich verschulden. Aber der hat es ja in die Verfassung geschrieben. Der darf sich ja gar nicht verschulden. Wenn der Staat sich jetzt verschuldet, dann kommt das Bundesverfassungsgericht und sagt, nein, du Staat musst wieder da nach oben, über Null. Und dann? Ja, dann schicken wir das Verfassungsgericht rund um die Welt. Ne? Dürfen die Verfassungsrichter mal richtig reisen, dürfen um die Welt reisen und suchen dann mal Schuldner. Wir schicken sie auf die Suche nach Schuldnern. Die fahren dann in den USA und sagen, ja, ihr wollt doch immer schon Schuldner sein, jetzt müsst ihr noch mehr Schuldner sein, weil wir dürfen niemals Schuldner sein. Wir haben ja die Verfassung geschrieben. Und in China sagen sie, ihr müsst jetzt Schuldner, ein bisschen Kapitalmarktabhängigkeit und so, geschenkt, ihr werdet jetzt Schuldner, denn wir dürfen keine Schuldner sein. Na, dann werden die anderen Länder aber herzlich lachen über unsere Verfassungsrichter. Ne? Ja, und da sieht man auch, das Recht geht nicht gegen die Logik. Ne? Wo das Recht gegen die Logik geht, hat das Recht sein Recht verloren. Da gibt es kein Recht mehr. Das kann ja nicht sein. Wir müssen die logische Aufgabe lösen. Und die können wir nicht dadurch lösen, dass wir sagen, die einen dürfen nicht und wir haben sowieso Recht. Nein, Deutschland hat Unrecht. Deutschland hat ganz fundamental Unrecht. Und deswegen muss sich Deutschland fundamental ändern. Und wer es tut, ist mir am Ende egal. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass der Staat Schulden macht. Aber wenn wir die Unternehmen dahin kriegen, dass sie die Schulden wieder machen wie in den 60er Jahren, wunderbar, sage ich, Wirtschaftswunder, bravo. Darf der Staat sich raushalten. Aber Deutschland darf nicht so tun, als hätte es mit diesem Problem nichts zu tun. Und das tut es genau. Augen zu und durch. Piu. Keine Diskussion. Wenn irgendjemand kommt, die Amerikaner kritisieren Deutschland extrem aggressiv in internationalen Foren. Ich habe dabei gesessen, wegen seiner Leistungsbilanzüberschüsse. Und, was sagt Deutschland? Nein, da können wir nichts machen. Ja,
Und in Europa ist diese Diskussion im Grunde auch vorhanden, nur man traut sich nicht. Die anderen trauen sich noch nicht. Ne? Aber es muss eine Lösung dafür gefunden werden, denn die anderen können nicht so weitermachen, wie es bisher war. Und Deutschland muss sich ändern. Deutschland muss sich fundamental ändern, damit wir Europa retten können. Kleine Sekunde, geben Sie mir noch 5 Minuten, bin ich sowieso fertig. Und das ist eine alte Geschichte, die will ich noch kurz erzählen, die dahinter steht. Ne? Eine sehr alte Geschichte, die ähnlich abgelaufen ist. Nach dem Ersten Weltkrieg haben die Alliierten Deutschland auferlegt, Reparationen zu zahlen. Weil sie gesagt haben, die haben den Krieg angefangen, die sind schuld, die zahlen jetzt mal die Reparationen. Ne? So wie wir heute sagen, die Schuldner sind schuld, haben die gesagt, die Deutschen sind schuld. Und dann haben sie gesagt, dann müssen die Deutschen jetzt uns etwas real liefern über die nächsten 80 Jahre oder wie lange das gehen sollte, damit es einen Ausgleich gibt für den Krieg. Klar, ist doch logisch. Aber an den Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und uns soll sich eigentlich nichts ändern. Und da gab es einen einzigen Menschen in der Welt, der verstanden hat, dass es nicht geht. Und dessen Name ist heute schon mal gefallen. Der hieß wiederum John Maynard Keynes. Der hat nämlich gesagt, das geht nicht, das ist unmöglich, aber lang etwas unmöglich ist in seinem, The Economic Consequences of the Peace. Ein sehr schönes Buch. Hat er gesagt, es ist unmöglich, was ihr verlangt, denn Deutschland kann, ihr könnt nicht einerseits verlangen, dass Deutschland Reparationen zahlt, denn wenn es Reparationen zahlt, muss es Leistungsbilanzüberschüsse machen, dann muss es da hoch. Aber ihr andererseits verhindert mit eurem Handel, mit euren Restriktionen, dass Deutschland Überschüsse macht, denn das wollt ihr ja genau nicht, dass Deutschland erfolgreich ist auf den internationalen Märkten. Und das ist der Widerspruch, der nicht geht. Und er hat gesagt, wenn ihr gegen die Logik verstoßt, ja, dann, was passiert dann? Ja, dann knallt es irgendwo. Wann immer man gegen die Logik verstößt, gibt es eine Explosion. Und Deutschland hat es ja dann genügend Explosionen gegeben danach. Und so ist das auch in Europa. So war das übrigens auch mit den Entwicklungsländern. Entwicklungsländer haben immer gesagt, ihr müsst Kapital importieren, importiert Kapital, ihr müsst Leistungsbilanzdefizite machen auf dieser Welt. Und wenn ihr dann Leistungsbilanzdefizite gemacht habt, dann geht es euch gut, weil dann bringen wir euch unser gutes Kapital und das investiert ihr und dann könnt ihr aufholen. Aber wenn sie ein paar Jahre Leistungsbilanzdefizite gemacht haben und sie haben eben nicht investiert, sondern unsere Güter gekauft, das ist nämlich die Logik dabei, wenn wir Leistungsbilanzdefizite machen, kaufen sie unsere Güter und investieren nicht notgedrungen. Dann kamen sie in Schwierigkeiten und dann sind wir genauso gekommen mit dem Internationalen Währungsfonds und haben gesagt, ja guck, du bist Schuldner. Und vielleicht sind wir großzügig und entschulden dich, aber dann musst du unsere Auflagen befolgen. Dann musst du hier lange Papiere unterschreiben, die man Memorandum of Understanding nennt. Genau wie jetzt in Griechenland. Ja, und es war genauso falsch wie in Griechenland. Es war ganz genauso falsch wie in Griechenland. Weil das Einzige, was diese Länder gemacht haben, ist, dass sie an Wettbewerbsfähigkeit verloren haben für eine kurze Zeit gegenüber Deutschland. Sie haben sonst nichts gemacht. Sonst darf in Europa jedes Land das tun, was es will. Man darf sich an den Strand legen, man darf Rotwein trinken und sonst das Leben genießen. Das darf man alles in einer Währungsunion. Denn man muss sich ja nur an seine Verhältnisse anpassen. Wer wenig Produktivität hat, hat eben wenig Lohn. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das Einzige, was man nicht tun darf, man darf nicht dauernd über seinen Verhältnissen leben und man darf nicht dauernd unter seinen Verhältnissen leben. Und es kann eben nicht ein Land dauernd unter seinen Verhältnissen leben, wie Deutschland das getan hat, und darauf hoffen, dass die anderen es ihm nachtun. Das ist einfach Unsinn. Und mit diesem Unsinn überziehen wir jetzt ganz Europa. Über die politischen Folgen überlasse ich es jetzt Ihnen nachzudenken. Aber ich lebe in Frankreich, kann Ihnen sagen, wenn es noch zwei Jahre so weitergeht und in Europa nichts passiert, die Rezession nicht zu Ende ist und die Arbeitslosigkeit so hoch bleibt, wen wird Frankreich denn zum Präsident wählen oder zur Präsidentin im Oktober 2017? Ja, wenn wir es nicht schaffen, wenn die vernünftigen Kräfte es nicht schaffen, eine Wende herbeizuführen, dann werden es andere schaffen. Genau wie es nach dem Ersten Weltkrieg war, werden es dann andere sein, die Wende schaffen. Aber die schaffen die Wende dann und zerdeppern gleich noch unglaublich viel Porzellan dabei. Ne? Und über sowas sollten auch Ökonomen mal nachdenken. Das ist kein Gebiet, über das Ökonomen nicht nachdenken dürfen. Sie dürfen darüber nachdenken, sie müssen darüber nachdenken.
dann sind die ökonomischen Konsequenzen dessen, was passiert, das, was dann politische, dramatische politische Folgen haben kann. In dem Sinne bitte ich Sie alle, weiter heftig nachzudenken und sich nicht von der herrschenden Lehre beirren zu lassen. Vielen Dank.